Hallo ihr Lieben, also wir sind heute in den Wald gegangen, um diese wunderschönen Wipfeln zu pflücken für den Maiwipfelsirup, den schon unsere Großmütter gemacht haben für uns Kinder im Winter gegen Husten. Und jetzt sind sie gerade ideal groß zum Pflücken. Und vielleicht, was man immer beachten soll, ist, dass man pro Baum immer nur ein paar nimmt und dass man die vorderen ausspart. Weil wenn wir da alles, was wir pflücken, da kann der Baum nicht weiter wachsen. Und so nehmen wir ihm immer nur ein bisschen was weg, damit es ihm weiterhin gut geht. Und wir trotzdem einen tollen Sirup bekommen. Und heute, nach dem Regen, ist auch noch alles sauber und frisch. Und nicht nur ist der Baum wunderschön mit den Wipfeln, sondern man sieht auch, im Sommer werden wir dann die Heidelbeeren da pflücken gehen. Alles voll, der ganze Wald mit den Heidelbeerstauden. Und man sieht schon die kleinen Heidelbeeren drauf. So, wir haben eine riesen Ausbeute heute an Maiwipfeln. Und die werden wir jetzt einlegen in dieses Glas. Vor einer Woche waren wir schon einmal draußen im Wald und haben einen Maiwipfelsirup angesetzt. Nach einer Woche schaut es so aus, ist im Licht gestanden, der soll von der Sonne beleuchtet werden. Und jetzt legen wir Schicht um Schicht Zucker und Maiwipfel abwechselnd. Ich nehme einen Rohrzucker. Einfach weil der nicht nur gut schmeckt, sondern auch gesünder ist. Dann die Wipfel, die sind die Woche schon so schön groß, die sind in der einen Woche unglaublich gewachsen. Die muss man dann so hineindrücken. Einfach Schicht um Schicht. Auffüllen. Dazu Fichtenwipfeln und Tannenwipfeln nehmen. Das wird halt vom Geschmack dann ein bisschen anders sein. Und das Wichtige ist, dass dann ganz oben eine dicke Schicht Zucker ist als Leck. Bisschen Zucker, damit es ganz gut gedeckt ist. Okay. Und dann lassen wir das 6 bis 8 Wochen stehen, bis es ganz flüssig wird, und in 6 bis 8 Wochen werde ich dann nochmal ein Video machen und dann schauen wir, was rauskommt. Und vielleicht wollt ihr bis dahin selber ein paar Wipfeln sammeln und das gemeinsam dann mit mir fertig machen. Alles Liebe, bis zum nächsten Video.